Aber ich darf nicht lachen, es tut so weh. Ich wollte eigentlich einen Tischkicker mit Ihnen basteln, aber Thema Gleichberechtigung fängt ja bei der Sprache an. Wir basteln eine Tischkickerin. Ja, das ist gut. Das ist eigentlich oder genau eine Tischin-Kicker. Tischin-Kickerin. Ja, genau. Okay. Das muss man aber Tischin-Kickerin sprechen, weil das ein Gender Gap ist. Das ist ah, mit dem Sternchen? Genau. Ist das immer? Ja, ist die Distanz zwischen den Geschlechtern. Sie haben 4 Söhne, oder? Ja. Wie passt das zu diesem Frauenquoten-Credo bei den Grünen? Tja. Oder welche 2 der Söhne mussten als Töchter hinhalten? Die Frauenquote kommt jetzt so hinterher. Langsam. Was? Haben Sie noch mal Töchter oder was? Nein, aber die Söhne bringen Frauen mit. Junge Frauen mit. Wir machen dann hier einen kleinen so Stäbe rein, wo Spieler dran kommen. Und dann können wir am Schluss noch einen kleinen Match gegeneinander spielen. Das ist quasi dann am Ende eine Playstation ohne Strom. Die Grüne distanziert sich ja extrem von Nationalismus. Wäre es dann nicht gut, wenn Deutschland einfach sich blamieren würde bei der WM, dass es noch einen Grund weniger gibt, um auf sein Land stolz zu sein? Wenn ich jetzt mal politisch antworten darf, finde ich die Dreistigkeit, mit der die Freude am Spiel von rechts genommen wird, schon ein bisschen anstrengend. Eigentlich ist es ganz schön zu sagen, wir sind hier Fans. Also Sport. Haben Sie da auch noch eine GoPro da stehen? Ja, die habe ich vorher auch, die dürfen Sie auch benutzen. Die ist einfach zum... Ja, mega, super. Wieso muss man denn eigentlich links sein, um die Umwelt schützen zu wollen? Nee, muss man nicht. Ganz viele Rechte und auch ganz viele Rechte sind stramme Umweltschützer. Und dann ist es halt ganz schön gefährlich, dass es dann von Umweltschutz zu Heimat und dann Blut- und Bodenschutz geht. Das ist ein bisschen schwierig. Also was wäre Ihnen denn lieber? Ein rassistischer Tierschützer mit einem sehr kleinen ökologischen Fußabdruck oder ein super liberaler Mensch, der Flüchtlinge aufnimmt und dann in seinem Privatjet mit denen um die Welt düst? Dann nehme ich den Privatjet. Echt? Hm. So wenig ist Ihnen die Umwelt dann wert? Den Privatjet kann ich wegnehmen. Autoritär denkende Leute, die sind nicht mehr erreichbar für eine liberale Gesellschaft. Für euch im Netz, die ihr da zuschaut, hinterlasst doch einen Daumen nach oben oder schreibt doch in die Kommentare, was der Herr Habeck privat mal basteln sollte. Alle Probleme, die die Umwelt hat, sind vom Menschen selber gemacht. Also wäre es nicht einfach längerfristig an der Zeit, sich vom Menschen als Konzept zu verabschieden? Nee, umgekehrt ist es, glaube ich, richtig. Wir müssen uns klar machen, dass wir die Umwelt nicht schützen, weil die Umwelt das braucht, sondern weil die Menschen das brauchen. Die Umwelt kann uns alle gut überleben. Die haben die Dinosaurier überlebt und X-Vulkanausbrüche und irgendwas. Irgendwelche Arten werden neu entstehen. Das ist dann der Körper, diese Wäscheklammer. Wäscheklammer für die Leute zu Hause, das hat man damals noch benutzt, als es Primark noch nicht gab und man seine Klamotten mehrmals tragen musste. Vor das Tor kommt ein Spieler. Das ist der Torwart, Manuel Neuerin. Genau. Manuela. Oder Manuela Neuer, können wir auch sagen. Dann passt es. Und dann kommt der Kopf dran. Und das müssen wir dann festkleben. Wie würde Fußball bei den Grünen aussehen? Hälfte Männer, Hälfte Frauen, Doppelspitze im Sturm. Ich glaube, es gibt sogar grüne Fußballmannschaften und das sind dann... Männerinnen und Fraueninnen. Nee, Fraueninnen ja nicht. Okay. Spielen Sie selber eigentlich auch Fußball? Als die Kids kleiner waren, natürlich viel. Mit denen so rumgebolzt. Hätten Sie das mit Töchtern auch gemacht? Bestimmt. Oder? Ja. Ja. Auch gegen ihren Willen? Wenn die das nicht gewollt hätten. Nee, dann hätte ich mit denen, weiß ich nicht, dann, was machen denn die? Keine Ahnung. Schreibt in die Kommentare, was machen eigentlich Mädchen in ihrer Freizeit? Wenn jetzt Sie und Annalena Baerbock spielen, können Sie Ihren ganzen Namen eigentlich sagen? Annalena Baerbock. Aber die hat noch zwei, einen zweiten und einen dritten Namen. Das weiß ich aber nicht. Die heißt Annalena Charlotte Alma Baerbock. Alright. Wissen Sie, was die Initialen davon sind? Annalena Charlotte, nee, A-C-A, oder wie? A-C-A-B. A-C-D-C. Nee, A-C-D-C, A-C-B-C. A-C-A-B. A-C-A-B, ja. Vielleicht das noch in die Kamera sagen? A-C-A-B. Ja. Was hat die denn für Eltern? Ja, wahrscheinlich solche wie mich, die nicht wussten, dass das eine Abkürzung für All Cops Are Bastards sind. Ach so, ich dachte, sie sind super cool, die Eltern von ihr, aber jetzt stimmt, wahrscheinlich sind die echt einfach nicht informiert. Jetzt kommen die Köpfe drauf.
Wir hätten auch Politikerköpfe nehmen können natürlich. Dann wäre das so verwirrend, dass die dann 100% Rückgrat haben. Das war ein Gag. Ja, war, sie haben's gemerkt, war, ne? War gut. Sie haben Philosophie studiert, dann haben sie ein paar Bücher geschrieben, jetzt machen sie ein bisschen Politik. Was wären sie denn geworden, wenn sie was Richtiges gemacht hätten? Was wären sie denn geworden, wenn sie nicht Komikerin geworden wären? Tierärztin. Echt jetzt? Ja, ich denke schon. Aber haben sie das irgendwie studiert, sich darauf vorbereitet? Ich habe 6 Jahre Tiermedizin studiert und dann dachte ich, scheiß drauf, ich werde jetzt Comedian. Nee, ich habe nicht angefangen. Das war jetzt ein Witz, aber da haben sie gemerkt, was für ein schlechter Comedian ich bin. Das war jetzt zum ersten Mal mit Leidenschaft vorgetragen und nicht in diesem Mollton immer. Und da dachte ich, das muss jetzt ernst sein. Nee, ah nein, ich hatte den Kopf falsch rum gemacht. Jetzt guckt der Torwart nach hinten. Oh mein Gott, oh wow. Jetzt drehen wir ihn um. Das ist wie Söder. Söder hatte ein Bayern München Trikot geschenkt gekriegt und das hatte er falsch rum an, sodass er die 12 vorne, wie ich ja das schicke Lätzchen hatte. Und irgendjemand schrieb, Hilfe, der Mann hat seinen Kopf verkehrt rum. Ach so. Wir müssen denen auch Nummern geben. Okay. Und einer kriegt die 12 drauf. Das ist dann Söder. Sie dürfen eigentlich nicht jetzt hier ihre PR-Zeit nutzen, um Werbung für Söder zu machen. Jetzt haben sie schon 3-mal den Namen Söder gesagt. Ja, aber nur, weil er zu doof war, das Trikot richtig rum anzuziehen. Ich glaube nicht, dass das PR-mäßig ist. Ich fühle mal kurz hier. Wie sieht der? Den, dessen Name nicht genannt werden darf. Ich würde sagen, wir spielen jetzt eine Runde. Um was wollen wir spielen und mit welchem? Welches ist schöner geworden? Wir, die sich besser drehen. Meine sind hier ganz schön stramm. Ihre sind leichtgängiger. Darf ich mal? Für jedes Tor, das man macht, darf man dem anderen eine Wäscheklammer ins Gesicht kleben. Alright. Gut. Oh oh. Der ist viel zu groß, der Ball. Oh nein! Yay! Der war aber drin. Okay. Danke. Ich kann schlecht verlieren. Echt? Ja, just saying. Wieso dann nicht in einer anderen Partei? Weil es da viel zu gewinnen gibt. Bei den Grünen? Ah, oh, Eigentor! Darf ich hier? Mhm. Ja. Nein! Oh. 2-1 würde ich sagen. So können wir nicht aufhören. Nee, wir machen jetzt einen Schnitt und dann habe ich einfach 20 Klammern im Gesicht, dann stehen sie gut da. Ja, das war ein riesiger Spaß. Viel Spaß beim Basteln. Vielen Dank fürs Kommen, Robert Habeck. Alles Gute. Und man sieht sich. Ja, bitte. Zur nächsten WM. Ach. Tschüss.